Hey Leute, Martin von Football for Bros. Heute testen wir mal keine Fußballschuhe für euch, sondern Schienbeinschoner von Zweikampf. Und was das Besondere an diesen Schienbeinschonern ist, das erfahrt ihr jetzt. Auf geht's! Das Besondere an diesen Schienbeinschonern ist, dass er der erste seriengefertigte 3D gedruckte Schienbeinschoner der Welt ist. Dieser setzt sich aus drei Schichten zusammen. Die erste Schicht ist der 3D-Shell, der eine Y-Struktur für maximale Kraftableitung und für mehr Grip in den Stutzen hat. Danach kommt der Inlay, den ihr euch wählen könnt, entweder Komfort Allround oder Performance. Die letzte Schicht ist die Komfortzone für ein angenehmeres Tragegefühl. In der Box mit den Schienbeinschonern kommen zusätzlich eine Stofftasche und noch Tapes mit. Ihr könnt außerdem die Größe S, M oder L wählen, ich habe M gewählt und als Inlay Komfort. Hierbei kommt es zu einem Gesamtgewicht von 75 Gramm pro Stück und einer Gesamtdicke von 7 mm. Im Vergleich zu anderen Schienbeinschonern ist es sehr viel dünner, allerdings habe ich vom Gewicht her kaum einen Unterschied gespürt. Um die perfekte Formgebung für den Schoner zu finden, wurden unzählige Schienbeine gescannt und ausgewertet und meiner Meinung nach merkt man das auch. Im Vergleich zu herkömmlichen Schienbeinschonern finde ich, sitzt der Zweikampfschienbeinschoner deutlich enger an, weswegen er in Sachen Komfort wirklich überzeugt. Für einen direkten Vergleich von Zweikampfschienbeinschonern und herkömmlichen habe ich jetzt mal an einem die von Zweikampf angezogen und am anderen Schienbein die von Nike. Wie ich schon vorher erwähnt hatte, merkt man vom Gewicht her wenig, allerdings ist der Komfort bei den Zweikampfschienbeinschonern deutlich mehr gegeben, da sie viel enger am Schienbein sitzen. Der Preis für die Schienbeinschoner liegt sehr hoch bei 139 Euro, das liegt aber daran, dass das Unternehmen Zweikampf noch ein Startup-Unternehmen ist. Mein abschließendes Fazit zu den Schienbeinschonern von Zweikampf ist, dass die Umsetzung schon wirklich sehr gut gelungen ist. Was mich vor allem so an diesen Schienbeinschonern interessiert hat, ist, dass sie aus dem 3D-Drucker kommen. Ich habe mir die Schienbeinschoner noch etwas leichter vorgestellt, allerdings können sie in Sachen Komfort wirklich sehr, sehr viel raushauen. Das war unser Review zu den Schienbeinschonern. Danke an Zweikampf, die uns ihr Produkt zur Verfügung gestellt haben. Schaut in die Videobeschreibung, wenn ihr noch nähere Infos dazu haben wollt. Vergisst nicht, unsere Social-Media-Kanäle abzuchecken. Wir sehen uns im neuen Video, Leute. Haut rein. Ciao.